Ich meine, wir haben ja noch 2 Batterien übrig. Wir sind hier aber darauf angewiesen. Ah! Scheiß! Ah! Lass mich! Lass! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Outlast 2, Folge 12. Hier waren wir genau letztes Mal stehen geblieben. Hier geht es natürlich direkt weiter. Viel Spaß, wenn es das Ganze gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um so nichts mehr zu verpassen. Und ich bin auch schon still und es geht jetzt direkt weiter. Ich habe ja gesagt, wir probieren es mit Speedrun, aber es scheint offensichtlich nicht so nett zu funktionieren. Offensichtlich kann man sich denn hier nicht. Das kann auch nicht dein Ernst sein, ist hier in der Nähe. Ah, hier geht's auch noch lang. Auch interessant. Neuer Weg. Oh, noch eine Batterie. Mann, sind die spendabel. Krass. Ah. Ach, das ist cool hier. And see if there be any greatest way in me. And lead me in the way everlasting. Maya, there's gotta be a way through. Yes. Ja. Ah ja, siehst du, da kommen wir raus. Nett zu wissen, allerdings bringt mir das jetzt nichts, aber es geht ja hier noch weiter. Das Ding ist, wir müssen auch noch wieder zurück. Da ist schon wieder diese Martha, diese Olle. Da. Aber ja, okay. Mann, ey, wie das auch hier aussieht, Alter. Ohne Spaß. Echt hier durch. Jesus. Ich hätte prayed for refrigeration. Ja, klar. Da will man sich auch wirklich drin verstecken. Sprintknopf hebe ich mir vielleicht mal für gleich auf, wenn die Olle hier wieder reinkommt. Kommt wahrscheinlich hier gleich durch. Liegt hier noch irgendwas? Wenn wir jetzt sogar reichlich Batterien, ne? 3 Batterien immerhin. Plus noch die, die wir haben. Verband liegt hier nicht. Haben wir auch 3. Können wir auch gar keine nehmen. Ah, da ist unser Haken. Wunderbar. Ach, da ist sie schon wieder. Prima. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Okay. Alles klar.
Können wir hier vielleicht irgendwo hoch? Nope. Sieht nicht danach aus. Hier geht's nicht lang. Wir müssen wieder zur Vordertür. Safe auszusehen. Nicht kommen, bitte. Oh shit. Ja, ja, okay. Okay, das war anscheinend aber so gewollt. Dann ist es jetzt ein Schnelligkeitsspiel. Los, schnell, 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 schnell. Los, 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 los. Ja. Lass mich. Ja. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe mich übrigens nicht gewehrt. Das hat er automatisch gemacht. Also es war so gewollt. Okay. Fuck. Ja. Ja. In Bewegung bleiben. Komm, wir gehen weiter. Wir gehen sofort weiter. Oh, die Sonne geht. That is the mine. Where the heretics are. That's where they've got Lynn. Babylon freigeschaltet. Da oben. Ja, und der Weg dafür da wahrscheinlich hin. Ich guck nochmal, hier geht's nicht weiter. Warum haben die dann dieses dämliche Schild dahin gemacht? Old Mine. Okay. Wir sind richtig, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Es ist weiter entspannt. Die Musik ist gerade natürlich wieder dramatisch wie immer. Hier liegt wahrscheinlich wieder irgend so ein komisches Ding. Noch nicht schon wieder. Obwohl, nee, ist ja ein Brief. Martha. Oh, ja, okay. Ist interessant. Ich kann diese Schrift nicht lesen, deshalb würde ich mir das Ding einfach mal so machen. Liebste Martha, meine meistgeliebte, vertrauteste, meine intime Gefährtin seit deiner Kindheit. Ich weiß, dass dein Glaube unvollkommen ist. Ich weiß, dass Zweifel an deinem Herzen nagt und Tränen deine Wangen waschen. Du glaubst, dieses Mordes sündig gemacht zu haben. Ich doch erhöre mich. Du würdest nur sündigen, würdest du nichts tun. Wenn du einen wilden Hund nicht in Ketten legst, bist nicht du schuld, wenn er ein Kind angreift. Wenn du die Spinne in der Krippe nicht tötest, bist nicht du schuld an ihrem giftigen Biss. Wenn du ein Feuer nicht hemmst, bist nicht du schuld an jedem Unschuldigen, der brennt. In jedem Fall macht Trägheit dich zum Mörder. Und so gilt, jedes Leben, das du nicht nimmst, das der Feinde sein könnte, wäre durch Trägheit ermordet. Denn der Feind ist wild und giftig. Und ein hungriges Inferno. Halte durch, stoße das Messer. Du brauchst keine Vergebung, wenn du hast nicht gesündigt. Wisse, dass Temple Gate dich braucht. Wisse, dass ich dich liebe, dass Gott dich liebt. North. Oh. Okay. Tja, das erklärt, warum sie hier so einen auf Chef macht. Und diesen, Ethan einfach so ermordet hat, ohne ihn mit Nacht sprechen zu lassen, weil sie wusste, das bringt nichts. Sie ist entscheidungswürdig und fähig. Aber darum geht es jetzt mittlerweile nicht. Oh. Warte. Also. Hä? Before I found her hanging.
Was? Scheiße. Wake up. Oh nee, ich hab keinen Bock auf die Schule, Alter. Ich hab keinen Bock. Wobei, Alter, was zum Schissel ist denn hier los? Ja, ich wusste, dass er das aufnimmt, aber da kommt eh nur Müll raus. Oh nee, ich hab keinen Bock auf die Schule. Ich hab keinen Bock. Wir schauen uns mal wieder wahrscheinlich so ein Crystal Castle an. Ja. Man hat alles verstanden. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Irgendeine Tür hier ist jetzt offen. Die hier. Die hier. Sagt mir irgendwie nichts zu hier gerade. Zum Glück haben wir jetzt genug Batterien. Boah. Ich habe irgendwie gerade den Eindruck, dass ich gleich richtig Schiss haben werde. Das ist doch hier nichts, ey. Leute, das könnt ihr doch nicht bringen, Mensch. The Hangman Game. When Lynn and Jess used to play. This must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere for Lynn to find. War hier nicht gerade jemand langgelaufen? Das war doch der Beamer. Ich will nicht. Ich bin in der Schule immer sehr besonders angespannt, muss man sagen, auf jeden Fall. Ich finde die Schule gruseliger, was für ein Horrorspiel natürlich gut ist. Aber ich finde, der echte, also das Originale, die Originalumgebung macht mehr Spaß. Weil man nicht... Da war schon wieder dieses Scheißteil. Alter, nee. Ich hab einfach... Ihr müsst verstehen, dieses Monster sieht einfach schrecklich aus, ja. Und wer will gern so ein schreckliches Ding sich geben, ne? Ich meine. Und ich tue es mir auch noch auf dem schlimmsten Schwierigkeitsgrad an, ne? Genau durch diesen Scheißgang hier ist dieser Hier geht es nicht lang. Sehr, sehr gute Idee, ne? Ausgesprochen. Guck mal, die Wände, die sehen doch immer so aus. Ach, wir müssen jetzt hier durch. Hallo? Hallo? Jemand da? Mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen mehr reden. In so angespannten Sachen. Damit mache ich die Spannung doch kaputt, Mensch. Hier waren wir doch gerade, oder? Ja. Ja gut, dann geht's weiter. Also diese Schule sieht doch... Guck mal, so sieht's normal, aber so sieht das richtig, also... Oh, hier ist so schön, schönes Licht. Ich meine, wir haben ja noch... 2 Batterien übrig.
Wir sind hier aber darauf angewiesen. Ah! Scheiß! Ah! Lass mich! Lass! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Ach, Scheiße. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst? Wer zum... Boah, diese Figur, das ist immer dieser Schatten, Alter. Ich dreh durch. Hier war ja noch eine liebenswerte Tür. Ich meine, was soll hier eigentlich groß passieren? Ich meine, hier gibt es keine Speicherpunkte. Ich meine, wenn mich jetzt ein Monster schnappen würde, dann müsste ich alles nochmal von vorne machen. Also, eigentlich kann doch hier gerade nichts passieren, ne? Als ob. Wie komme ich denn da jetzt hin? Lass mich raten, die Tür ist jetzt offen. Irgendwas nicht mitgekriegt? Warum ist das Bild jetzt weg? Hab ich das? Nee. Ja. Leute, das können wir doch nicht bringen. Macht mich doch hier nicht wahnsinnig. Ich kann doch hier jetzt nicht... Kinobank. Nee, ja, das war doch der blockierte Raum, ne? Hier mit Tatsache noch eine Batterie. Ist ja sogar mal eine nette Sache. Allerdings führt es mich nicht drum herum, dass ich immer noch nicht weiterkomme, verdammt. Gehen mir aber auch vor, ey. Ja, jetzt wohl nicht so, als ob du so. Jetzt mal ohne Spaß. Habe ich irgendeine Tür nicht? Mir war so, als hätte ich jetzt hier eigentlich alles. Mann, ist das hier ein Batterieverbrauch? Ey, jetzt mal ohne Spaß. Halt mich doch hier nicht gefangen. Hier ist noch eine Tür, aber da sind wir auch schon durch, oder nicht? Ja, die ist blockiert. Ist auch noch. Ist auch gut. Wir gehen nochmal alles durch. Gucken uns das an. Hier geht es definitiv nicht lang. So, das haben wir jetzt schon mal geklärt. Toll. Diese Richtung hier bietet für uns nichts mehr. Ich meine, hier waren wir, hier ist gar nichts. Man kann hier auch nochmal durch, da ist gar nichts. So.
Hier sind keine Türen. Hier ist eine, da kommen wir nicht rein. So. Hier kommen wir nicht durch. Bedeutet, wir können nur noch hier lang. Hier ist eine Tür. Hier ist ein dunkler Raum, wo wir eine Batterie gefunden haben. Sonst nichts. Hier ist nichts, was wir noch hätten aufnehmen können. Hier ist eine verschlossene Tür, wo wir nicht durch können. So. Jetzt geht's weiter. Diese Tür haben wir. Dann ist hier noch eine Tür. So. Hier befand sich das Bild, was wir gesehen haben. Ansonsten ist hier auch nichts. So. Keinerlei Sachen, kein Gang. Das Bild ist komischerweise auch nicht mehr da. Was auch immer. So. Leute. Ich flippe hier gleich aus. Das kann doch nicht sein. Es gibt hier keine Tür, wo wir durch können. Ich raste gleich aus. Wollen wir langsam auch die Batterien auch ausgehen, ne? Ja, was? Ich meine, wir haben doch hier definitiv was übersehen, oder? Leute. Ich meine, das kann doch hier nicht sein. Müssen wir uns nochmal verstecken in so einem Scheiß. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das Spiel so blöd ist. Können wir vielleicht da oben rüber? Ich meine, hier können wir... Also Leute, ich kann es mir hier gerade nicht erklären. Wo es hier lang geht. How the fuck do I get out of here? Ich hab gesagt, nachladen, Mann. Das ist ja so jetzt nicht etwa unsere letzte Batterie, oder? Hä, und jetzt habe ich das Bild in der Hand. Oder was? Ja. Dann würde ich nochmal eben nochmal zurückgehen. Weil jetzt, wir haben ja das Bild ganz offensichtlich jetzt erst in der Hand. Wo ist dieser Raum? Ach so, wahrscheinlich muss ich das hier rauflegen. Und? Ja, Leute, so, Speicherpunkt. Nicht gut für die Schule. Nicht gut. Aber das war's jetzt für diese Folge. Bisher haben wir es ganz gut überstanden, aber nächste Folge bezweifle ich, dass wir noch so glimpflich davon kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.